Ja, hallo. Herzlich willkommen bei Bildung at Home. Mein Name ist Michael Groth, die ein oder andere kennt mich schon. Ich habe vor einiger Zeit schon mal ein Video gedreht hier zum Thema Tabata. Das ist ein paar Wochen her, gefühlt Monate. Dann mache ich die Laufkurse. Der ein oder andere war vielleicht schon beim Laufkurs oder in einem Nordic Walking Kurs oder beim Lauf durch die Nacht. Da habt ihr mich eventuell auch gesehen. Da bin ich auch so ein bisschen aktiv. Ja, das sind spannende Zeiten momentan, sehr interessant, in denen wir uns bewegen, natürlich auch teilweise bedrohlich. Ich bin mal gespannt, wie wir so zurückblickend in einem Jahr, was wir so sagen, wie wir uns verhalten haben, was richtig war, was falsch war, was wir daraus gelernt haben, wie sich so unser Leben verändert hat, ob es sich nachhaltig tatsächlich verändert hat. Ich für mich kann sagen, dass ich doch sehr, sehr viel digitaler geworden bin und was ich auch beobachte, wenn ich unterwegs bin in meinen Laufrevieren. Vor einiger Zeit war ich dort immer alleine, also ich habe kaum Menschen getroffen dort, eventuell mal Hundebesitzer, da habe ich auch das Gefühl, dass das so in den letzten Jahren mehr geworden ist, dass Hundebesitzer auch doch mehr geworden sind und unterwegs sind. Und was ich jetzt sehe, sind auch viel, viel mehr Spaziergänger, die dort in meinen Revieren unterwegs sind und auch Läufer. Ganz viele Menschen bewegen sich mehr in dieser Zeit. Das ist gut. Grundsätzlich ist es gut. Was mir aber auch auffällt, dass es bei den Läufern, dass es ganz, ganz viele Fehlstellungen gibt, dass die Arme falsch gehalten werden, dass sie schlurfen, dass die Kleidung eventuell nicht angepasst ist, dass zu einer falschen Tageszeit gelaufen wird. All sowas fällt mir auf. Und ja, zur Kleidung habe ich auch schon was gesagt. Damit meine ich natürlich nicht irgendwie die falsche Farbe oder die falsche Marke, sondern was mir auffällt, ist, dass viele häufig viel, viel zu warm angezogen sind und dann eventuell, so gerade wir haben tolles Wetter, 16, 17 Uhr ist die wärmste Zeit und dann laufen sie mit einem Baumwollhoodie und vielleicht auch noch Mütze los. Das geht natürlich gar nicht, da erleidet man vielleicht dann auch noch einen Hitzeschock und Spaß macht es grundsätzlich auch nicht. Also versucht immer, euch so anzuziehen, dass ihr eventuell vor dem Loslaufen so ein bisschen friert. Zieht keine dicken Baumwollsachen an, sondern versucht Funktionskleidung anzuziehen. Da gibt es mittlerweile auch nachhaltig hergestellte Funktionskleidung oder auch Mischgewebe, also Merino mit Polyesterfasern, all solche Sachen. Wo ich kein Geld sparen würde, das ist bei den Laufschuhen. Ganz, ganz wichtig sind vernünftige Laufschuhe. Das muss nicht das aktuelle Modell sein, das kann auch ein Vorjahresmodell sein, aber ihr solltet euch da schon von einem Fachhändler beraten lassen. Es gibt ganz, ganz viele tolle Einzelhandelsgeschäfte in Oldenburg. Geht da einfach mal vorbei, lasst euch beraten, macht eine Analyse und kauft euch einen vernünftigen Laufschuh. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und wenn ihr dann anfangt zu laufen, ich habe das ganz, ganz häufig in meinen Laufkursen, die Menschen kommen von der Arbeit, haben den ganzen Tag nichts gegessen oder auch wenig getrunken und dann fangen sie an loszulaufen und nach kurzer Zeit haben sie ganz, ganz schrecklichen Hunger und überhaupt gar keine Leistungsfähigkeit mehr. Also bevor ihr loslauft, trinkt nochmal einen Schluck, esst nochmal eine Banane oder macht euch ein Porridge, esst das eine Stunde vorher oder von mir aus auch einen Riegel, aber nehmt nochmal ein bisschen was zu euch. Was ich beim Laufen immer dabei habe, in meiner Hosentasche, das ist so ein Gelchip. Wenn dann der Hunger kommt, dann packt man den aus und das Papier nimmt man natürlich wieder mit, steckt man in seine Hosentasche, das ist ganz klar. Dann zerbeißt man den und lässt den in seinen Backentaschen aufweichen und dieser Zucker gelangt sofort im Körper und gibt wieder ein bisschen Energie. Gerade hatte ich schon mal was zu den Temperaturen gesagt, die sind im Moment, ist es sehr, sehr warm und gerade wenn man anfängt zu laufen, dann hat man oftmals nach kurzer Zeit schon großes Hungergefühl. Es gibt so ganz kleine, schöne Fläschchen, 250 Milliliter passen da rein, die kann man wunderbar in die Hand nehmen, das stört nicht großartig, die sind nicht so schwer und wenn sie dann leer sind, dann kann man sie zusammenfalten und kann sich die in die Hosentasche stecken. Ganz, ganz wichtig, dass man nicht läuft, anfängt zu laufen und das Laufen an sich ist schon schwierig, dann hat man auch noch Hunger und Durst, das kann man vermeiden durch solche Geschichten.
Ja, Schuhe, Kleidung, zum Wasser habe ich was gesagt. Dann sehe ich ganz, ganz häufig, dass Menschen, das hatte ich auch gerade schon mal gesagt, dass Läufer die Schultern hängen lassen oder nach oben ziehen. Da ist es ganz, ganz wichtig, bevor ihr loslauft, wärmt euch auf, damit ihr nicht beim Laufen Verspannung noch in den Körper hineinarbeitet. Also es empfiehlt sich, vielleicht so einen leichten Armschwung am Anfang zu machen. Ihr könnt auch die Arme mal kreisen, vor und zurück. Die Schulter ein bisschen mobilisieren, auch durch Zurückkreisen und vor. Dadurch wird auch schon die Nackenmuskulatur einfach so ein bisschen entspannt und ihr lauft nicht los und verstärkt eventuell dann noch die Verspannung. Dann zusätzlich könnt ihr den Beinschwung machen. Jetzt stellt euch auf das linke Bein und schwingt das rechte Bein 20 Mal vor und zurück. Das kann man natürlich auch machen, wenn man sich an der Hauswand oder an einem Zaun festhält. Dann natürlich auch das andere Bein. Schön vor- und zurückschwingen. Das lockert schon mal ein bisschen, das erwärmt ein bisschen und ein Muskel, der erwärmt ist, ist einfach viel, viel leistungsfähiger. Wenn ihr dann noch wollt, wenn ihr euch weiter aufwärmen wollt, dann könnt ihr, das habt ihr im Tabata-Training, da habe ich das schon mal vorgestellt, könnt ihr den Hampelmann vielleicht machen. Für die Anfänger macht das nicht zu häufig, also macht das nicht eine halbe Stunde, dann braucht ihr gar nicht mehr laufen gehen. Ne? Aber das erwärmt euch auch schon mal so ein bisschen. So, und dann könnt ihr loslaufen. Aber rennt nicht los wie die Wahnsinnigen, sondern langsam. Schön langsam erstmal einlaufen. Ihr könnt später, wenn ihr möchtet, immer noch mal schneller laufen, aber am Anfang langsam laufen. Das, was mir dann häufig auffällt, ist die Armhaltung. Der ein oder andere arbeitet wie so ein Boxer hier vor dem Körper, das führt natürlich auch oder kann zusätzlich zu Verspannungen führen und ihr zeigt in eine völlig falsche Richtung, verdreht eventuell euren Oberkörper, ihr wollt nach vorne, also bewegt ihr eure Arme auch seitwärts am Körper nach vorne. Ihr könnt mal Folgendes machen, ihr könnt mal eure Arme ganz steif nach unten nehmen, so, an den Oberschenkeln fixieren und dann lauft ihr mal los. Und dann versucht ihr mal zu sprinten mit den Armen ganz, ganz fest hier an den Oberschenkeln. So, das macht ihr über eine kurze Strecke, vielleicht 20 Meter. Dann lauft ihr die Strecke nochmal und dann schwingt ihr die Arme schön rechts und links parallel zum Körper. Und da werdet ihr merken, das ist viel, viel einfacher. Also immer mal darauf achten, auf eure Armstellung, dass sie nicht so runterhängen, dass sie aber auch nicht hier oben sind, sondern schön parallel zum Körper laufen. Auch ich muss beim Laufen immer mal wieder auf solche Sachen achten. Ich bin jetzt auch nicht der hundertprozentige Techniker beim Laufen. Auch ich muss immer mal wieder auf das ein oder andere achten. Dann achtet beim Laufen darauf, dass ihr nicht nach unten guckt oder nicht nach oben. So, im Wald solltet ihr natürlich auch mal nach oben gucken, das ist ganz klar, da gibt es auch irgendwelche Äste, die sich da bewegen, aber so per se ist es ganz wichtig, den Blick ungefähr 10 Meter nach vorne zu richten, auch dann entspannt ihr eure Nackenmuskulatur, wenn ihr die ganze Zeit immer so vor eure Füße guckt, verspannt der Nacken. So, dann habe ich von einem guten Bekannten einen Artikel bekommen. Da stand ein toller Satz drin, Laufen ist kein schnelles Gehen, sondern Laufen ist kontrolliertes Fallen. Das fand ich ganz interessant und ich mache euch das mal kurz vor. Wenn ihr euch also vorstellt, ihr steht und bewegt euren Oberkörper nach vorne und irgendwann merkt ihr, so jetzt, wenn ich mich jetzt weiter nach vorne beuge, dann falle ich und dann fangt ihr an zu laufen. Also ganz wichtig beim Laufen, wir wollen nach vorne. Neigt euren Körperschwerpunkt so ein bisschen nach vorne. Ihr fallt dann auf die Füße natürlich, hoffentlich, nicht auf die Nase, auf die Füße. Aber ihr bewegt euren Körperschwerpunkt nach vorne und viel, viel mehr auch auf den Vorfuß. Ja, das dazu, den müssen wir eben gucken. Wenn ihr denn dann loslauft und ihr merkt, das ist doch irgendwie alles so verspannt und ich fühle mich nicht so wohl. Dann versucht mal Folgendes, atmet einfach mal tief durch die Nase ein und den Mund wieder aus. Oftmals löst sich dann auch einfach so eine Verkrampfung, so eine Anspannung und dann geht es einfach ganz locker weiter. Ja, ihr achtet darauf,
auf all diese Sachen, die ich gesagt habe, versucht immer mal wieder an das eine oder andere zu denken. Wenn eure Arme hängen, denkt daran, sie hochzunehmen. Und dann lauft bitte nicht immer dieselbe Strecke. Alle zwei Tage oder jeden Tag. Variiert auch einfach mal. Seid variantenreich. Lauft die Strecke vielleicht auch einfach mal andersrum. Oder erkundet mal eure Umgebung. Lauft zu Hause los und ihr seht irgendwo einen kleinen Weg und denkt euch, Mensch, das kenne ich ja gar nicht, da wollte ich schon immer mal gewesen sein. Lauft dahin, lenkt euch ab. Laufen soll Spaß machen. Ihr könnt ganz, ganz viel erkunden unterwegs. Und auch wichtig sind verschiedene Untergründe. Nicht immer nur Straße laufen. Ich bin sowieso kein Liebhaber von Asphalt und Straße. Ich bin ganz, ganz gerne in der Natur unterwegs. Und das ist auch sehr, sehr viel angenehmer, auf unebenen Untergründen zu laufen. Ihr müsst viel, viel mehr ausgleichen mit euren Füßen. Das stabilisiert gleichzeitig auch eure Sprunggelenke und beugt Verletzungen vor. Ich muss immer zwischendrin mal hier auf meinen Ablaufplan gucken, den ich mir hier gemacht habe. Verschiedene Untergründe habe ich gesagt. Was man auch ganz, ganz toll machen kann, das ist ein Tempowechsel. Ich habe gerade gesagt, wenn ihr loslauft, nicht einfach losrennen, langsam loslaufen. Und wenn ihr dann eingelaufen seid, dann spielt einfach auch mal mit dem Tempo. Sucht euch mal zum Beispiel den nächsten Baum, der 20, 30 Meter entfernt ist, und dann sprintet einfach mal. Danach macht einfach mal auch eine Gehpause. Auch Gehpausen sind erlaubt. Und versucht einfach über eure Distanz so verschiedene Tempowechsel auch einfach mal einzuführen. Das beansprucht auch nochmal wieder andere Muskulatur und sorgt auch dafür, dass ihr nicht immer nur einseitig lauft und den gleichen Laufschritt habt über die gesamte Zeit. Dann würde ich, um Hilfsmuskulatur zu trainieren, die benötigt wird fürs Laufen und um auch Verletzungen vorzubeugen, euch vorschlagen, einmal die Woche ein sogenanntes Lauf-ABC zu machen. Das sind spezielle Übungen, die zeige ich euch gleich mal. Die könnt ihr in das Laufen mit integrieren. Das heißt, ihr wärmt euch auf, dann lauft ihr vielleicht einen Kilometer und dann macht ihr die ein oder andere Übung. Damit fange ich jetzt mal an. Das sind 5 Übungen, die ich euch vorstellen möchte. Wir fangen an mit dem Hopserlauf. Schön die Knie immer nach oben ziehen und ihr werdet merken, ihr macht ganz, ganz viel auf den Fußspitzen. Das ist also da, um natürlich einmal die Hüftmuskulatur zu trainieren, aber auch gleichzeitig die Muskulatur im Fußgewölbe. Die nächste Übung ist das Anfersen. Dann haben wir noch den Kniehebelauf. Den kennt ihr vom Tabata vielleicht auch schon, wenn ihr dazu geguckt habt. Auch das wieder Hüftmuskulatur, Fußgewölbe. Dann haben wir den Seitwärtslauf, das ist so ein bisschen schön wie so ein Tanz. Ne? So zack, eine Seite und natürlich auch immer wieder zur anderen Seite. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, auch wenn ihr diese anderen Übungen nicht machen wollt, rückwärts laufen. Versucht einfach in euer Training, in euren Lauf, mal einen Rückwärtslauf mit einzupflegen. Das müssen jetzt keine Kilometer sein, aber einfach mal 10, 20 Meter für den Anfang. Versucht nicht euch umzudrehen, dann verdreht ihr die Hüfte, sondern sucht euch einen Fixpunkt auf der Erde und lauft rückwärts. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal den ganz langsamen, lockeren Rückwärtslauf oder aber den großen, raumfüllenden Schritt nach hinten. Das ist wie so ein Sprung nach hinten. Ich mache es nochmal. Je besser man ist, desto mehr kann man das natürlich ausweiten. Die Sprünge werden dann größer, die Distanzen werden länger. Das ist ganz, ganz viel Hilfsmuskulatur, die da trainiert wird. Und es gibt viele, die sagen, wer vorwärts schneller laufen will, der muss rückwärts laufen können, vernünftig. Ne? Weil ganz, ganz viel Hilfsmuskulatur, was ich gerade schon gesagt habe, da trainiert wird. So, guck mal eben noch 2 Zettel hier. Wenn ihr all das macht,
was ich gesagt habe, also wenn ihr auf eure Stellung, auf eure Schultern achtet, auf eure Arme achtet, verschiedene Strecken auch euch aussucht, euch vernünftig ernährt vorher, also nicht mit Hunger loslauft oder mit Durst. Wenn ihr diese Übungen alle macht, dann habt ihr schon ganz, ganz viel gemacht, um ein wunderbares, abwechslungsreiches Training zu machen. Ihr vermindert einfach die Gefahr, auch verletzt zu werden. Und es macht auch Spaß. Es ist ganz, ganz wichtig, das Training muss Spaß machen. Das muss nicht immer wie so eine Pflichtveranstaltung sein und so ein Muss, sondern habt Spaß dabei. Nur wenn ihr dauerhaft Spaß bei eurem Training habt, ist es auch nachhaltig und ihr macht es dann auch zukünftig weiter. Nach dem Laufen, wenn ihr wieder zu Hause angekommen seid, empfehle ich immer so ein paar Stretching-Übungen. Ich mache euch da gleich mal so ein paar einfache Stretching-Übungen vor. Das hat einfach auch nochmal den Vorteil, dass ihr natürlich eure Muskulatur nochmal wieder so ein bisschen auflockert, dehnt. Aber diese Stretching-Übung hinterher ist auch als so ein Cool-Down zu verstehen. Das heißt, ihr kommt nicht zu Hause an und fallt wie so ein Sprinter schon um, sondern macht noch so einen Cool-Down, läuft nicht gleich raus und schwitzt dann nach. Das ist übrigens auch nochmal wichtig, weil ich das gerade gesagt habe, ihr kommt zu Hause an und fallt wie so ein Sprinter um. Gestaltet euer Training so, dass wenn ihr zu Hause wieder ankommt oder beim Auto oder wo auch immer, also wenn ihr euer Training beendet habt, müsst ihr immer noch das Gefühl haben, da geht noch was. Ich könnte noch 1 Kilometer laufen oder vielleicht auch 2. Niemals dauerhaft in so ein Übertraining kommen. Dann wird irgendwann der Körper auch dicht machen. Der hat dann keine Lust mehr dazu, wenn er ihn immer überfordert. Schön smart, bleibt cool dabei. So, jetzt zeige ich euch die Übungen, die Stretching-Übungen. Wir fangen an mit der Oberschenkelvorderseite. Ich versuche euch das immer einmal von vorne und dann auch nochmal von der Seite zu zeigen. Also stellt euch auf das linke Bein. Das linke Bein ist leicht gebeugt. Dann fasst ihr das rechte Sprunggelenk, Hacke zum Po, versucht die Knie parallel zu halten. Das haltet ihr so ungefähr 8 Sekunden. Dann natürlich auch das andere Bein. Das zeige ich euch dann mal von der Seite. Also ihr stellt euch auf das rechte Bein ist gebeugt, fasst das linke Sprunggelenk, Hacke am Po, Knie parallel, ca. 8 Sekunden halten. Vordere Oberschenkelseite wird gedehnt. Ausschütteln. Jetzt die Wadenmuskulatur. Linkes Bein nach vorne, das rechte nach hinten, die Fußspitzen zeigen geradeaus, Hacken sind auf der Erde, Oberkörper gerade. Wadenmuskulatur wird gedehnt. Andere Seite zeige ich. Rechtes Bein nach vorne gebeugt, linkes nach hinten gestreckt, Fußspitzen zeigen geradeaus. So, wenn das bei dem einen oder anderen noch nicht leicht zieht, in der Kniekehle, könnt ihr den Winkel einfach so ein bisschen vergrößern. Geht mit dem linken Fuß beispielsweise weiter nach vorne und dann ein bisschen leichtes Ziehen hier in der Wade merken. Als nächstes haben wir den Hüftbeuger, der verkürzt gerne durch vieles Sitzen. Den zeige ich jetzt mal von der Seite. Linkes Bein nach vorne, wie gerade bei der Wadenmuskulatur. Das rechte ganz, ganz weit nach hinten, auf die Fußspitze abgestellt. Und jetzt geht er mit der Hüfte und dem Knie, dem rechten, weiter nach unten. Und dann merkt ihr hier schon in der Leistengegend ein leichtes Ziehen. Das ist der Hüftbeuger. Der setzt hier vorne an. Geht durch die Wirbelsäule nach hinten und durchs viele Sitzen verkürzt er und zieht hier hinten im unteren Rücken und führt häufig zu Rückenschmerzen. Ich zeige das jetzt nochmal von vorne für das andere Bein, also das rechte Bein nach vorne, linkes nach hinten und dann das linke Knie und die Hüfte zur Erde bringen. Schmerz spüren und genießen. Wer das verstärken möchte, kann die Arme nach oben nehmen, Oberkörper nach hinten. Wichtig bei dieser Übung, langsam lösen. So, da haben wir die seitliche Po-Muskulatur. Das ist eine Übung, da muss sich der ein oder andere vielleicht festhalten. An einem Stuhl, an einer Bank, an einem Zaun. Ihr stellt euch auf das linke Bein. Das rechte Sprunggelenk geht über das linke Knie.
Dann geht ihr weiter in die Hocke und um zu verstärken, drückt ihr das rechte Knie noch so ein bisschen runter und dann merkt ihr leichtes Ziehen hier an der seitlichen Po-Muskulatur. 8 Sekunden, aufstellen, ausschütteln und die andere Seite. Auf das rechte Bein stellen, leicht gebeugt, linkes Sprunggelenk über das rechte Knie, weiter in die Hocke gehen, linkes Knie belasten. Leichter Schmerz hier, linke Po-Außenseite. So, ausschütteln. Dann haben wir noch die Rumpfmuskulatur. Dazu stellt ihr euch so ungefähr hüftbreit hin. Arme nach oben oder den Oberkörper nach rechts. Ich mache das jetzt nicht genau, 8 Sekunden, nur dass ihr es einmal so ein bisschen verfolgen könnt. Und natürlich auch die andere Seite. Hier wieder lösen und lockern. Jetzt entspannen wir noch ein bisschen die Nackenmuskulatur. Wir bleiben so ungefähr hüftbreit stehen und legen das rechte Ohr zur rechten Schulter. Und das linke Ohr zur linken Schulter. Lösen, lockern durch Schulterkreisen, zurück und vor. Wunderbar. Dann öffnen wir die Brust noch ein bisschen, also Brustmuskulatur dehnen wir. Nehmen die Arme nach oben, machen hinten die Schulterblätter zusammen. Das heißt, wir ziehen die Arme nach hinten, Schulterblätter hinten zusammen und achten darauf, dass der Kopf beweglich bleibt, also keine Verkrampfung in der Nackenmuskulatur. Lösen und lockern. So, dann gibt es noch eine schöne Entspannungsübung für den Schluss. Die zeige ich euch mal von der Seite. Da könnt ihr euch auch so ein bisschen mehr als hüftbreit hinstellen und dann gleitet ihr ganz langsam mit den Handflächen über die Knie nach unten. Lasst euch hängen und atmet unten tief durch die Nase ein. Und den Mund wieder aus. Das könnt ihr 3-4 Mal machen. Und dann wandert ihr langsam Wirbel für Wirbel mit den Armen wieder nach oben. Atmet tief durch die Nase ein. Und nach oben in der Streckung durch den Mund wieder aus. Reckt euch und streckt euch. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann ist euer Training beendet. Dann könnt ihr duschen, euch den anderen Dingen des Lebens widmen. Und wenn ihr das alles befolgt, was ich euch gezeigt habe, dann habt ihr ein super tolles, abwechslungsreiches Training und kommt verletzungsfrei durch die Zeit. Achtet auf euch, hört auf Körpersignale. Das heißt, wenn der Körper irgendwann mal sagt, ich will nicht mehr, ich habe Schmerzen, ich bin sehr, sehr müde, macht auch einfach mal eine Pause. Nicht nur einen Tag. Vielleicht auch mal 2 oder 3. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss.